ist, sobald wir auf dem Feld sind, Maske auf. Das zweite ist, sobald wir vom Feld runterkommen, Laufsocke bzw. Laufstütze auf. Haben wir alle gefunden? Ich glaube auch. Verrät's uns, wer dran ist? Ja, erstes Spiel im Block hat Kansas Killzone gegen die Mohawks. Die Mohawks! Woo! Indiana gegen Hauptschule, würde ich sagen. Sehr, sehr cool. Und danach Stylos gegen Dipsticks im gleichen Block. Ja, mal schauen, was das mit den Stylos wird. Ja. Mohawks haben auch Aufholbedarf, aber ich glaube, Killzone ist ein bisschen... Bisschen trainierter. Haben wir ja davor 4-0 gespielt. Mal gucken. Mohawks haben 4-0 Klatsche gekriegt. Ob sie. Total schade. Ich mag die Mohawks wahnsinnig gern. Ich habe damals mit denen noch in Helmstedt gespielt. Ab und zu mal, wenn sie dann mal da waren. Ich kenne die recht gut. Und wenn ich nicht gerade hier mit am Arbeiten bin, dann bin ich auch gerne bei denen als Coach mit am Feld. Die sind auch super nett. Also, es ist eine total coole Truppe. Die sind ja auch irgendwie gut aufgestellt. Ja. Haben, glaube ich, 5 Kader in 3 Ligen. Ja, das ist auch eins der ältesten Teams überhaupt, ne? 1995, ja. Da war ich 4 Jahre alt. 4. Da haben die sich gegründet. So, haben wir schöne Sicht aufs Feld. Ja, Killzone, schönes Bild hier. Hauptschule. 10. Mal gucken. Ich guck mal bei Mohawks, was die daraus machen. Ja. Schauen, ob Killzone hier. Oh, Frühstart. Oh, Retouch. Das war aber eine knappe Geschichte gerade. Bei Killzone. Alle live? Meine Güte. So. 1, 2, 3, 4, 5 für live. Also da alle geht der live. Erste. Bei Killzone. Bei Mohawks immer noch unverändert. 5 für live. Jetzt gehen sie vor in große Medusa. Oh, das ist der Olli. Und lösen das Ganze noch weiter auf. Snake Dorito und G1 leider bei den Mohawks. Killzone im T-Pack 1. Aber sie stehen aktuell gut. Killzone sitzt ansonsten auch eigentlich safe in den Deckungen. Ja, aber Mohawks sind ein ganzes Stück breiter. Auf jeden Fall, bessere Ausgangslage. Ja. Werden gerade von Lars G bei Killzone gerade. Das wäre dann der zweite, also zu dritt drei auf dem gegen Feld. Drei. Und da geht der Olli vom Feld, der kriegt dann nochmal extra Liebe. 3 gegen 3. Ja, mal schauen, was sie daraus machen. Der T-Pack-Spieler sitzt da. Oh, jetzt ist er im T-Pack 2. Mohawks mit 2 Leuten auf der Snake-Seite und dem Center. Wenn wir jetzt das Fenster mal nutzen würden und dann in die Snake vorgehen, können sich da auf jeden Fall den... Ja, da fliegt der Center von den Mohawks ab. Jetzt muss er irgendwas machen, um den T-Pack-Spieler rauszukriegen. Ja, das haben die Leute bei Killzone natürlich mitbekommen. Mal gucken, was da jetzt noch passiert. Jetzt fliegt er ab, siehst du. Hätte er mal das Fenster genutzt. Mohawks alleine, Snake Corner. Und da ist er weg. Hätte Fahrradkette, hätte klappen können. Hätte, aber nicht. Muss aber nicht. Ja. So, jetzt werden wir wahrscheinlich Hauptschule hören nochmal irgendwie. Oh, was? Hubi am Buzzer. Dann sag ich es jetzt. Hauptschule. Da wird der gecheckt und gecheckt und gecheckt. Das ist auch der einzige Spieler, der sich beim Checken noch bücken muss. Er ist aber auch ein langer Lulatsch, ja? Das ist der Wahnsinn. Kann man auch als großen Medusa mit hinstellen. Also ich würde schätzen, also seine 1,90 hat er doch locker, oder? Ja, ich glaube sogar mehr. Ein Riesentyp. Ja. So, war das erste Spiel? Stylos links. Ja. Stylos mit Frauenverstärkung diesmal. Ja, so ist es. In allen großen Schlachten der Welt müssen es die Frauen wieder richten. Ja. Ja. Auch bei den Navy Seals dürfen jetzt Frauen ans Werk. Finde ich total klasse. Vielleicht hilft es den Stylos jetzt auch. Ich finde es total klasse. Gleichberechtigung für die Frauen. Ja, kein Problem, da geht's auch schon los. Dipsticks, Pfeife.
einen kleinen auch Tempel. Alle angekommen, aber einer hat irgendwie beim Breakout geschlafen. Die Corner auf der Snack-Seite ist besetzt und ist T-Pack 1. Stylish den viel schmaler. Aber jetzt lösen sie auf und Tippy 2. G1 bei Lipsticks. Ja, die Corner ist abgeflogen. Stylish und Tippy 2. Oh, da hat er jetzt einen gewagten Move gemacht, ist aber tatsächlich direkt safe im Tippy 3 angekommen. Das wird jetzt ziemlich eng hier für alle Stylos. Aber scheinbar, naja, Tippy 3 bei Dipsticks abgeflogen. Ja, da geht er. Dipsticks nur noch zu dritt jetzt. Hätte ein bisschen lockerer angehen müssen, der Junge. So. Dipsticks in der Unterzahl, gucken, was sie draus machen. Erstmal machen sie nichts. Nee. Es fehlt echt der Impuls nach dem Breakout. Ne? Jetzt wirken sie alle total statisch. Dipsticks nur noch zu 2, G3. Tippy-Spieler bei den Stylos gerade abgeflogen. Stylos zu 4 nur noch. Zu dritt? Nee, zu 4. Tippy ist nachbesetzt. Jetzt Tippy 1. Ich kann bei denen das Tippy 2 gar nicht sehen. Ist da einer drin? Nee, die sind noch in Tippy 1. Ah, da, ja, Tippy alles 2 klar. Ist jetzt vorher abgeflogen. Jetzt habe ich's. Stylos jetzt, Tippy 2 und... Ja, da habe ich gesehen, wie er sich dran geschlichen hat. So, jetzt geht er hier über die Mitte. Oh, oh, jetzt geht's hier aber Rakale. Aus. Ja. Ich finde, das kommt immer ein bisschen spät bei denen. Ich meine, jetzt haben wir gesehen, mit 4 Leuten sind sie jetzt vorgerannt. Aber sie hätten den Druck schon viel früher hochheben können. Ich wollte gerade sagen, das kommt vielleicht auch einfach, ne, also man muss es halt ganz klar so sagen, ja. Verbandsliga ist halt nicht Bundesliga, ne? Also, genau, da haben wir es wieder. Training ist halt sichtbar, aber das Quäntchen fehlt noch. Ja, aber die Saison ist noch lang, ist noch alles möglich. Wir haben die ja vorhin, weiter verbessern. Ich wollte sagen, ich habe vorhin gesagt, in 5 Minuten noch was kann man Kriege gewinnen, Städte bauen. Städte bauen mit ganz vielen Chinesen auf jeden Fall. Siehste. Ja, dann begrüßen wir Kansas Killzone und die Herford Mohawks zurück auf dem Feld. Bei den Mohawks wird nochmal gehighfived. Ja. Ja. Killzone schon wieder am Platz. Mohawks auch komplett. Schauen wir mal, was das wird. Ja. Oh, wir werden bespitzelt hier. Drohne ist irgendwie... Drohne ist auch im Einsatz. Ja. Ja, beim Paintball ist alles möglich. Ja. Sag's mal wieder, Leute, spielt Paintball, das ist das Beste, was ihr machen könnt. Wir haben auch hier Starbesetzung, was die Media-Leute angeht. Ne? Wir haben den Kress hier, wir haben Oliver Böhm hier, wir haben ID-Picks hier vor Ort. Wen haben wir denn noch? Der Dennis ist hier. Das ist schon... Wir haben eine Drohne am Start. Ich wollte gerade sagen, also... Ich hoffe, ich habe jetzt keinen der Fotografen vergessen. Ich glaube. Fünf. Und wenn doch, soll er sich mit der Prominenz einfach angesprochen fühlen. So, da geht's auch schon los. Mohawk G1. Der Tippy Runner ist abgeflogen. Killzone auf G1. Mohawks machen auf mit Snake Dorito. Oh, da G2. Hier riecht's irgendwie gerade seltsam. Das ist ein Schwefel, das sind Rauchgranaten. Oh, nice. Hier wird auf den anderen Feldern, ja, jetzt sehe ich den bunten Rauch, alles klar. Ja, da fliegt die nächste Rauchgranate. Ja, okay, also T-Pack 2 von Kansas, T-Pack 3 von Killzone besetzt. Mit 2 Spielern in der Hand. Oh, jetzt macht er auf, und Snake, kommt er an? Kommt er, nein, kommt er nicht an. So, bei Killzone ist der nächste gegangen. Mohawks nur noch in der Snake Corner. Der ist jetzt, da macht er jetzt auf Richtung T-Pack-Seite, steht da irgendwie. Sieht auf jeden Fall. Lone Ranger. Oh, das. Ein Marshall liegt am Boden. Der hat gerade einen doofen Treffer gekriegt. Oh, oh. Morgs raus. Oh, wo haben sie ihn erwischt? Er hat sich die Brust gehalten. Mal gucken, was daraus jetzt wird. Oh. Also normalerweise sagt man ja immer gerade, weil Paintball kein Kontaktsport ist. Oh, Kehlkopf. Kehlkopf. Oh, das ist echt übel. Also ja, man kann sich auch beim Paintball ab und zu was tun. Ja, Killzone meistens. Am Buzzer. Wird gecheckt. Check. Punkt, Kansas.
Dann, was ihr hört, 2-0 gegen die Mohawks. Mal gucken. Geh mal nach dem Marshall gucken. Ja, geh mal nach dem Marshall gucken. Ja. Halte ich jetzt hier halt die Stellung. Wir haben zurück die Stylos und die Dipsticks auf dem Feld. Stylos von links, Dipsticks von rechts. Die letzten Runner verlassen das Feld. Der ganz normale Wahnsinn. So wie es halt ist. Ja, mittlerweile geht es ja auch von den Temperaturen her. Es ist nicht mehr ganz so heiß. Hier oben ist es schön schattig und wir haben ein bisschen Wind. Da wurden die 10 Seconds ausgerufen und dann geht es gleich los hier. Randale auf dem Feld. Da sehen wir die Stylos und ab geht's. Ja, schön. Ja, was macht er denn da? Er krabbelt sich in die Deckung, auch in Ordnung. Also, wir schauen mal. 1, 2, 3. Five Alive bei den Dipsticks und Five Alive bei den Stylos, so wie ich das sehe. Sitzen alle safe. Dipsticks haben das T-Pack One gesetzt. Der Snake Side die Corner. Ja, und wir haben, jetzt wird gemoved. Die Stylos gehen vor über die T-Pack-Seite. T-Pack 1 und 2 jetzt besetzt. Jetzt sind die Dipsticks schon im T-Pack 3. Da haben wir ihn schön im Bild. Oh, und da laufen die Marshalls. Was ist da? Oh, Getümmel auf der T-Pack-Seite. Oh, und da fliegt er natürlich ab. Der Stylos-Spieler scheint Schmerzen zu haben und glücklich getroffen worden zu sein. Kann nicht aufstehen. Kriegt Unterstützung von den Marshalls. Dipsticks verlieren auch wieder einen Spieler. G3. Oh, da geht der nächste. Jetzt geht's Richtung Medusa über das Medusa Richtung M. Oh, jetzt ist hier, aber jetzt geht hier irgendwie jeder vom Feld, habe ich das Gefühl. Oh, jetzt wird gelaufen. Jetzt wird gelaufen. Die Dipsticks punkten. So, Sauerstoffzelt bitte. So, Sauerstoffzelt. Was hat er denn? Geht's ihm gut? 3 Treffer Kehlkopf. Oh, Kehlkopf. Oh, Leute, lasst euch gesagt sein, ich habe das selber erlebt. Das ist echt unangenehm. Punkt Dipsticks. Woo! Da ist der Ehrgeiz zurück. Jetzt haben sie gepunktet, Blut geleckt. Jetzt wollen sie. Bei den anderen beiden Teams, bei den Mohawks. Oh, da geht schon mal Pott auf. Und bei Killzone. Killzone. Die Nummer 7 läuft hier im Kreis, hier eben gerade so schön durchgelandet. Das ist der Huma. Der hat früher bei den Bulldogs Zelle gespielt. Ja, genau. Ja, super coole Jungs, habe ich total gemocht. Fand es mega schade, dass die sich irgendwie mehr oder weniger aufgelöst haben. Aber er hat bei Killzone ein tolles neues Zuhause gefunden. Alles denke ich auch, der passt da gut rein. Ich wollte gerade sagen, von der Mentalität passt Huma da hervorragend rein. Ja, Mohawks von rechts. Ja, jetzt haben wir hier die Mohawks. So, schauen wir mal, was die gut machen. Vorne auf der Snake-Seite. Oh, da fasst er sich am Kopf. Da hat er aber einen fetten Treffer gekriegt. Junge, Junge, Junge. Oh, also die Mohawks sind noch zu viert. Okay, damit die Mohawks ganz klar in der Überzahl. Oh, da hat er... Ist er schlecht gestartet, die Mohawks nur noch zu dritt. Snake-Seite ist gerade abgeflogen. Bei einem kleinen Tempel und das Mini-M auf der T-Pack-Seite noch besetzt. Killzone crosst jetzt das Feld einfach runter und wartet, bis sie kommen. Wir versuchen jetzt breit zu machen. Oh, ausgereicht. 2-2. Nur noch zu zweit. Killzone jetzt ganz aggressiv. T-Pack 1. Tippi 3 besetzt. Und das Snake Dorito. Das Tippi 3 ist jetzt leider abgeflogen. Tippi 3, ja. Machen die Mohawks den Punkt? Das wäre ja jetzt. Jetzt haben sie nur noch einen hier vorne. Ja. Auf der Snake-Seite. Jetzt müssen sie aber, Jungs. Da müsst ihr jetzt irgendwie. Und das ist auch der Huma, so wie ich das sehe. Ja, das ist der Huma. Ja, es ist ein super guter Spieler. Ich gönne ihm das total. Und in solchen Momenten, in solchen Momenten kriegt er dann einen Ball. Hättest du ihm das mal nicht gegönnt? Ja, ich hätte ihm den Punkt gegönnt, Mensch. Wenn Huma gebuzzert hätte, ich hätte ihn gefeiert. Mensch, Mensch, Mensch. Aber wir gönnen auch Mohawks den Punkt. Auf jeden Fall, weil wenn der Punkt gegeben wird, dann steht es 2-1. Genau, vielleicht stabilisiert das die Mohawks auch ein bisschen.
Und der wird gegeben. Sie holen auf. Ich bin der Meinung, die Drohne sollte mal ein bisschen hier Wind machen für uns. Oh, warte. Sehr nett. Ja, hier mit vollem Körpereinsatz wird hier gearbeitet. Hier, der Kameramann lässt uns ein bisschen betrunken aussehen. So, hier. Yeah. Weintrauben und Schnappes noch dazu und dann... Ja. Wäre es halt perfekt, ne? So. Ja. Oh, jetzt so, kommt Stylus von rechts, Dipsticks von links. Der André hat ja seine Jungs nach dem letzten Punkt noch mal ein bisschen energisch angefeuert. Mal gucken. So, unser verletzter Marshall ist wieder auf dem Platz. Ja, hart im Leben, die Jungs. Aber die bekommen auch so viele Bälle ab. Also wirklich. Oh, hier haben wir eben gerade wieder einen schönen Blick irgendwie in das Zeltchen, wo man das geordnete Chaos betrachten kann. Unten im Bild schleicht gerade Damage Berlin ist aus dem Bild geschlichen. Ja, ganz vorne links haben wir Kill King Size. Genau, King Size ist das. Da haben wir jetzt die Stylos im Bild. 10 Sekunden laufen. Die 10 Seconds, genau. Und dann schauen wir mal, was die Jungs draus machen. Ich guck mal. Steht 1-1 in der Departie, in der Partie und los geht's. Oh, eng. Da doppeln sie den kleinen Tempel. Snake Corner. Da geht er direkt ins T-Pack 2, also 5 alive bei den Stylos. Ja, jetzt schauen wir doch mal. Jetzt macht er Lister auf. Aber alle alive. Auf beiden Seiten. Na, jetzt G1. 2 Dipsticks. Der Doritos-Spieler ist abgeflogen. Dipsticks dürfen sich jetzt noch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Aber, oh, Tippy 3 Stylos. Ja. Frauenpower, wenn ich das richtig sehe. Würde ich jetzt auch meinen. Ja, siehst du, die Frauen richten es wieder. G2 bei Dipsticks. Ja. Jetzt fliegt gleich der nächste, weil Tippy 3 ist ja nun mal mega gefährlich. Out, im Laufen. Und one for one. So, Dipsticks wird jetzt richtig eng. Das war's, glaube ich. Stylos machen hier Richtung allen Seiten auf. Plötzlich ist hier richtig Bewegung auf dem Feld. Ja, da pirschen sie sich an. Siehst du, Frauenpower aus Tippy 3. So muss es sein, Mädels. Mal an dieser Stelle hier ein Aufruf an alle Frauen, die uns zugucken. Spielt mehr Paintball. Wasser! Mal eben aus Tippy 3. Eingeschossen, ein durch One for One und danach den nächsten gleich auch noch gezogen. Also so muss das sein. Ich wollte gerade sagen, toller Moment. Ich finde, das Schönste für eine Frau in dem Sport ist, wirklich gerechtfertigte Anerkennung zu bekommen. Ja, war definitiv geiler Move. So, Killzone. Linke Seite, Mohawks, rechte Seite. 30. Wird nochmal schnell der Lauf gesäubert. Der Typ von Killzone, das ist so ein langer Lulatsch, das ist der Wahnsinn. Die Typen, die Jungs daneben sehen aus wie Zwerge. Ja, er beschwert sich auch immer, dass hier alles viel zu klein gebaut ist. Sie müssen einfach viel zu groß. Ja, schön. Ja, dann gehen wir wieder aufs Feld. Oh, schöne Perspektive vom Breakout von den Mohawks. Ja. Und da geht's los. Ja, geil ins M gekommen, ins Mini-M. Schön. 1 über die Corner. 5 Live. 2 und alle noch drin. Ich wollte gerade sagen, 5 Live jetzt löst er auf. Oh, das war ganz knapp. Das hätte auch sein Hintern sein können. Doppel-Center. Checkt sich auch selber im T-Pack 1. Killzone. Ist aber clean. Kriegt auch vom Marshall signalisiert. Oh, da geht's. Killzone. Olli geht vom Feld. Das Killzone war nicht seine Deckung. Killzone und Tippy 3. Und die große Medusa. Jetzt wird es da ein bisschen. Oh, Tippy 3 ist abgeflogen. Da war ein bisschen zu knicklig, glaube ich. Corner auf der Snake-Seite wird gespielt. Jetzt guckt Mohawks da Longline, spielen das jetzt einfach los? Runter und lassen sie kommen. Ja, ja, und Kansas geht. Die gehen Kansas alle. Ist nur noch das Center und ich glaube, der wird jetzt gepullt. Und Kansas hat gut vorgelegt, ja, die ersten beiden Punkte. Sie hätten das beibehalten müssen, ja? Aber verdient gemacht. Oh. Kansas wird Short starten im nächsten Punkt. Gab das ein One-for-One? Ja, Center hat gerade einen Packtreffer gekriegt. Ja. Punkt Mohawks. Da zeigt der Otek an. Kansas Killzone zu viert, der Center hat einen Packtreffer. Der wird aber noch debattiert, so wie es eigentlich immer ist. Ja. Wir haben jetzt die Stylos von rechts. Und die Dipsticks von links. Wenn sie dann kommen,
erscheinen. Jetzt wirst du aber kleinlich. Manchmal muss man auch kleinlich sein. Ja. Ja. Kleine Leute sind gerne kleinlich. Schau sich das mal, also man kann das total schön sehen. Ja, er sitzt eben gerade und ist man gerade nur einen halben, dreiviertel Kopf kleiner als ich. Ja, soll ich aufstehen? Halt, na, ich bitte, ich genieße es gerade total, einfach mal die Große hier im Bild zu sein. Ja. Ich bin halt echt ein laufender Meter, ne? Ich bin 1,69. Okay. Also ich kann fast stehend durch die Snake laufen. Fast. Ja, 10 cm weniger, mich wird das da keiner Vorteile. Kriegen. Ja. Definitiv. Auf jeden Fall. Ja, jetzt schauen wir, was hier. So, Lipsticks sehen stark klar aus. Weitestgehend. Ja, Kanone sollte man anmachen. Kann man machen, muss man aber nicht. Die Zehen laufen, ihr hört es piepen. Es piept. Schauen wir mal, was da drüben passiert. So, Stylos, jetzt aber hier. Tippi 1-3. Ins Mini-M auf der T-Pack-Seite. Lipsticks natürlich beide kleinen Tempel gespielt. Der eine wurde gedoppelt. Wir haben schön im Bild, wie sie sich da zusammen hinter die kleine Deckung krauchen. Ja, aber da gibt es Rotorprobleme bei den Stylos. G1 auf Lipstick-Seiten. Könnte man jetzt ausnutzen, muss man aber nicht. Stylos verlieren den ersten Spieler, G1. Also ausgeglichen wieder 4 gegen 4. Beide schießen jetzt gerade vehement die Snake-Eingänge zu und vernachlässigen irgendwie ein bisschen die Doritos. Dipsticks, NTP 2, scheinbar Stylos verlieren den nächsten. Oh, one for one bei Stylos. G3 also. Dipsticks verliert einen Doritos-Spieler und haben aber gleichzeitig wieder nachbesetzt. Stylos nur noch zu zweit, ne? Richtig. Ja. Also die Dipsticks könnten. Tippi 3 bei. Könnten ausgleichen. Bei Dipsticks, Stylos alleine. G4. So, jetzt wenn die Dipsticks jetzt aufpassen, ich wollte gerade sagen, dann ist hier Ausgleich. Jawohl. Ja. Da. Der Lütte. Ich wollte gerade sagen. Noch ein bisschen kleiner als du. Sieht auch aus wie 12. Aber. Den habe ich vorhin gesehen, da habe ich mich schon gefragt, wer denn da sein kleines Geschwisterchen mitgebracht hat. Ja, krass. Ohne Scheiß, der sieht aus wie 12 jedes Mal, wenn man ihn sieht. Blutjung. Der ist aber schon, ich glaube, 20. Letztes Wochenende auf der CPS bin ich mit Freunden gewesen. Wir haben ein Auswahlspiel, oder wir haben so einen Mixkader gehabt. Wir haben einen Holländer dabei gehabt, ich schwör's dir. Also ein laufender Meter, der ist 29 Jahre alt gewesen. Okay. Der hat blutjung ausgesehen, also wirklich wie 11 oder 12. Und ich habe gedacht, oh krass, ja. Ach, 29 war er. Aber den Holländern sind ja auch viele junge Leute, die krasse Ligen spielen. Ne? Ich sag nur Ruben von Massaker. Ja. Na? Ja, der Wahnsinn. 14 und 15 ist er jetzt? Wird dieses Jahr 15. Hat so, interessant. Killzone. Und zu viert. Zu viert. Das waren die Mohawks. Genau. Ja, komm, der hat doch gekriegt. Da hat man. Oh, da schreien die. Ich wollte gerade sagen, da. Also eigentlich kann man das Spiel fast als. Oh, bei den one Mohawks. For one auch bei den Mohawks. Towel! Er hat geworfen. Mach mal. Towel 3! Towel Box 3! Towel King Killzone. Damit steht's 3-2 für die Mohawks. So ist es. Ich werde gerufen. Manchmal ist das so, da muss man seinen Rufen nachkommen, ja? Ein schöner Rücken kann auch entzücken. So. Dann haben wir jetzt in der nächsten Runde wieder die Stylos und die Dipsticks. Das war natürlich super wenig Zeit für die Jungs, sich irgendwie zu refreshen. Steht 2-2 in der Partie. Wir sind mal gespannt, wer hier jetzt in Führung geht. Die Dipsticks marschieren zu meiner Rechten auf. Ja. Und bei euch so? Von den Stylos ist noch nichts zu sehen. Die Jungs bummeln so ein bisschen. Ja. Michelle. Die ersten Punkte waren ja schon ganz spannend.
schauen, ob die restlichen auch so werden. Ich würde es mir wünschen, dass hier so ein bisschen Leben in die Bude kommt. Mittlerweile ist es echt angenehm hier oben auf dem Tower mit so einem kleinen Windchen und Water lässt sich hier aushalten. Ah. So, wieder eine Fischstation repariert. Läuft ja, wieder. So schnell kann es gehen. Läuft bei dir. Ja, läuft. Ne? Läuft. Ich habe alles dabei. Alles? Bist du wie Mary Poppins hier mit ihrer... Fast, nur ohne Mary. Was, hier ist Bergern? Ich höre es Bergern. Ja, manchmal haben wir halt auch... Streck das Equipment. So, jetzt habe ich es. Dipsticks sehen fertig aus. Ja. 30! Ich wollte auch nochmal gesagt haben. Ich habe so selten was zu sagen, deswegen genieße ich die Momente immer. Alle komplett auf dem Feld. Ja, dann könnte ich jetzt auch sagen 3, 2, 1 und los, aber... 10! Wie bitte? Ich muss dich noch mal alleine lassen. Ja, kein Problem. Die Stylos haben den O-Ring wieder rausgeschossen. Ach, die Stylos. Okay, da geht's los. Dann Attacke. Also, Stylos, Five Alive. Alle in den Deckungen angekommen, T-Pack 1 besetzt. So, die Dipsticks scheinen auch Five Alive zu sein. Gehen über die Tippy-Seiten nach vorne. 1, 2, 3, 4. Ja, alle Five Alive. Tippy 1 und 2 jetzt besetzt. Schauen, was die uns draus machen. Erstmal nischt. Die sitzen, die schießen. Oh, Dipsticks verlieren den ersten Spieler, G1. Oh, da rennt der Marshall aber sehr energisch zu den Stylos. Mal gucken. Oh, da ist der Mann mit der Zauberhand schon wieder. Das ging ja flott. Hand auflegen und heilen. Ja? Brustvergrößerung durch Hand auflegen, nur 5 Euro, Mädels, schlag zu, heute im Sonderangebot. Ja, das gibt aber Konflikte mit meiner Frau, das seid ihr jetzt schon. Du, wenn du am Abend mit 5000 Euro nach Hause kommst, ne, glaube ich, ist der Konflikt nicht so groß. Stylos verlieren schon wieder einen Spieler. So, Dipsticks, Tippy 3. Ja. Dipsticks mit 4 Leuten. Genau, sind zu 4, Tippy 3 und 2 jetzt. Aber sie machen nichts aus dem Tippy 3. Was soll denn? Nee, irgendwie, da muss halt eine Frau rein, ne? Das ist eine Frauendeckung. So ist es. G2 bei den Stylos. Die Dipsticks gehen jetzt mal entspannt ins große Medusa. Und nehmen den Tippy 1 Spieler raus. Ja, und jetzt durch die Mitte, wenn er wenigstens einen mitnimmt. Ja. Normalerweise läuft er die falsche Seite an, sonst hätte er den Center auch noch mit rausschießen können. Aber der geht jetzt auch. Damit. Da haben wir den Lücken. Die Dipsticks sind zurück, ich muss das jetzt einmal so sagen. Die gehen hier jetzt in Führung, wenn der Punkt gegeben wird, mit 3 zu 2. Da sind sie wieder, so wollen wir das sehen. Gay now. Gay now, so da wird Gay now gecheckt. Der Krimon ist in der Großaufnahme, der Punkt ist gegeben, 3 zu 2. Yeah. Dipsticks, stylos. Wie steht's denn jetzt im Allgemeinen? Was ist hier, Homo? Die Mohawks. Okay. Die Herford Mohawks. Ja, sind also ist aber Homo immer noch. Ja, aber H für Herford und ich kann damit leben. Okay, Jungs, also ich bitte um Verzeihung. Die Mohawks, führen mit 3 zu 2 gegen Kansas Killzone. Ja. So ist es. Und die Dips 3 zu 2 gegen Stylos. Richtig. Killzone wieder zu 5 auf dem Feld. Zehn Sekunden laufen, ich glaube. Gucken wir mal. Breakout Mohawks. Hast mich mit deinem Homo ganz durcheinander gebracht, Mensch. So, da geht's auch schon los. Killzone. Die Snake auf der Tippy-Seite, auf der Snake-Seite. Mohawks alle live angekommen. Vorne auf der Tippy, auf der Snake-Seite. So, jetzt hab ich's aber. So. Oben in den Tempel, neben dem Center. Aber sie müssen auflösen. Five Alive bei Killzone. G1 auf Mohawks Seite. Der Center ist abgeflogen. Und sie machen auf in Tippy 1. Oh, da hat er.
Das sah fast nach Wischen aus, was da los war. Mensch, Mensch, Mensch. So, ja, jetzt. Da fliegt der nächste Mohawk-Spieler ab. Und ich glaube noch. Und da geht bei Killzone. One for one auf Mohawks Seiten. T-Pack One bei Mohawks. Nur noch zu vier. Killzone im TP 3. Nein, hat er gekriegt. TP 4. Zwischen TP 3 und 4. Ja, das war's. Ja. Herr Feist hat den Sack zugemacht. Damit leichen die Jungs aus. Ja, 3-3. Das wird ja mal ein langer Block hier. Hast du was Besseres vor? Noch nicht. Na, siehst du. Wir sitzen das aus. Bis zum bitteren Ende. Punkt ist gegeben. So. Stylos, 2 Punkte, Dipsticks, 3 Punkte. Die Dipsticks könnten das Ding jetzt zumachen. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, was sie an Restspielzeit haben. Ich guck mal. 2 Minuten. 2 Minuten. Timeout. Timeout von Stylos. Was soll denn das werden? Einmal mit Profis. Ja, also wir warten. Hier können wir die nochmal Mäuschen spielen. Was da so los ist. Ja. Ich finde es ja immer wahnsinnig interessant, Paintballer in ihrer natürlichen Umgebung. Ganz hinten rechts sehen wir so einen Mix aus Sunrise und Rebirth und ganz vorne links sehen wir immer noch Kingsize. Ganz vorne. Und hier den bärtigen ganz vorne im Bild, das ist die Hunter's Crew. Ich wollte gerade sagen, das müsste Hunter's Crew sein, ne? Hier, oh, für die und Mädels jetzt oben kommt ohne. Ein bisschen. Das ist der Mirko. Von Showdown. 10 Sekunden laufen. So. Stylos links, Dipsticks rechts. Dipsticks liegen in Führung. Schauen, ob sie den Sack zumachen, Jungs. Alles nichts oder. Und da geht's auch schon los. So, bei. Oh, jetzt wollen sie ja. Oh, ja, ja, ja. Stylos alive mit 5 Leuten. Dipsticks auch alive mit 5 Players. Aber Dipsticks schon in Tippy 1. Bisschen bessere Ausgangssituation, stehen gut in ihren Deckungen. Ja. Jetzt fehlt so ein bisschen die Bewegung auf beiden Seiten. Ja, das stimmt. Wir sind gerade wieder eigentlich festgefahren. Ja. Ja, hat er gehört, läuft er in die Medusa und... Alle Kanonen bei Stylos. Na, jetzt geht mal einer auf die Snake-Seite rüber. Dipsticks hätten schon längst in Snake 3 sein können. Und lassen jetzt aber die Stylos auflösen in die Medusa und in Tippy 1. Haben sie ganz schön verpennt, die Nummer 3. Ja, auf jeden Fall. Oh, jetzt wird hier irgendwie endlich mal... 60 Sekunden sind angesagt, die letzte Minute in diesem Game läuft also. Ja, eindeutig verpennt. Er hätte schon längst, wie gesagt, Snake 3 sein können. Dafür macht jetzt aber Stylos auf und den Snake Dorito. Tippy 3 bei den Lipsticks zweimal hintereinander abgeflogen. Oh, jetzt ist hier aber. Oh! Da hat er ihn rausgenommen. Da ist noch einer von den Lipsticks. Lipsticks, letzter Spieler, gerade auch gezogen worden. Bum, bum. Oh, oh, oh. Wenn der Punkt da ist, dann ist es. Geht das wohl in die Overtime? Ich wollte gerade sagen, dann haben wir unsere erste Overtime heute, oder? Ja. Ey. Ja, wir warten und der Punkt ist gegeben. Overtime. Ein bisschen Restzeit haben wir noch, das werden sie jetzt wohl alle defensiv runterspielen. Was haben wir denn an Restzeit? Ja, ich muss mal genau gucken.
21 Sekunden. 21 Sekunden Restspielzeit. Ja. So, dann haben wir hier jetzt das Entscheidungsmatch zwischen Hauptschule und Homo. Sag das nicht so. Ich habe nie gesagt, dass die Mohawks Homos sind. Habe ich nie gesagt. Nein, waren wir jetzt auch nicht, aber ich beziehe mich einfach auf deinen Zettel. Da steht Homo. Also das ist hier, das ist privat, Privatnotizen waren das, ja? Ja, ja. So, hier so ganz eng gestartet. Alle live. Wir wollen jetzt alle nichts riskieren hier. Jeder will natürlich den Sieg halten. Gehen aber jetzt ganz aggressiv. Tippi 2. Da ist es leicht verkackt. Aber so richtig. Und der ist auch out. Also der G1 war sowas von out. Bei den Mohawks. Und G1 bei der Hauptschule. G2. Mohawks im Tippi 1. Oh, oh, oh. Da fliegt der nächste Spieler ab bei Kansas. Kansas nur noch zu zwei Center und den Cake auf der Dorito-Seite. Mohawks. Guck mal, was sie draus machen. Mohawks sind noch zu dritt im Spiel. Tippi 1. Jetzt Tippi 2. Das Mini-M auf der Tippi-Seite. Und der kleine und der Tempel. Schauen wir. Da haben wir noch ein bisschen mehr Restzeit. Das kann jetzt also nicht einfach runtergespielt werden. Das sind irgendwie mal noch 3 Minuten oder so. Nee, da muss hier einer muss das Ding für sich entscheiden. Wir haben jetzt das kleine Tippi am Snake-Eingang bei den Mohawks besetzt. Ja. Und der also andere geht ganz und entspannt. Tippi 3. Ja. Jetzt wird es eng für Killzone. Sie müssen das jetzt irgendwie versuchen zu richten. Aber sie crossen sich gut durchs Leben. Auf jeden Fall. Und wenn dabei nur einer von den Mohawk-Spielern abfliegt, dann ist die Situation schon wieder ausgeglichen. Ja, Huma. Huma hat eine Initiative. Mohawks Tippi 4. Oh. Und zieht ihn, ja. Zieht ihn raus. Killzone das ist allein jetzt im Center. Eine Übermacht von 3 Spielern. Center fliegt ab auf Killzone-Seite. Und wenn der jetzt clean ist. Killzone hat's verkackt. Zumindest schon mal von hier so aus. Spannung steigt. Ja. Wir warten das Resultat ab und gucken mal selbst gespannt auf den Bildschirm. Gucken, ob der Daumen kommt. Der yep. Daumen kommt! Mohawks 4-3 gegen Killzone. Und jetzt werden wir unsere erste Overtime sehen. 21 Sekunden Restzeit, Stylus Dipsticks. Schauen, was die Jungs draus machen. So ein bisschen. Also ich gehe mal davon aus, in den 21 jetzt Sekunden. Jetzt noch mal ganz kurz. Ja, na klar, 21 Sekunden. Wir müssen uns hier an die Etikette halten, ne? Ist klar. Wir haben es. Der Ausdruck hat jetzt noch mal den seinen Kollegen Bescheid gesagt. 3-3, 21 Sekunden Restzeit. Also in 21 Sekunden, da kann man schon irgendwas total Verrücktes machen. Aber man kann sie halt auch safe runterspielen, um in die Overtime zu kommen. Oder auch ja. Total verrückt verlieren. Oder das total verrückt verlieren, ne? Ja. Alles ist möglich. Ja. Wir werden es sehen. Ich guck mal bei den Dips, was da so abgeht. Ja. Stylus Attack. Boah, Stylus total konservativ hier. Ja, Dipsticks auch, alle live, ja. Die werden es runterspielen. Da gibt es keine Action. Ich wollte gerade sagen, also hier mit total verrückt verlieren ist nicht. Pfeife live, immer noch Pfeife live. Guck mal, da drüben steht ein Hase, der guckt auch noch zu. Ich habe meine Bunny-Ohren vergessen. Ich habe noch welche im Laden, kann ich dir geben? Ja, aber das sind ja nicht die German Honey Bunny-Ohren. Ja. Oh! Game over. Das Zeit ist abgelaufen. Das geht in die Overtime. Ja. Dann dürfen wir gespannt sein, was die Overtime uns bringt. Oder hat einer von den Marshalls schon richtig ins Gesicht gekriegt hier unten, sehe ich gerade. Also Junge. Oh, in your face! Ja, hat er gekriegt. In sein Gesicht. Ja, 2 Minuten Pause. Overtime läuft dann 5 Minuten für alle, die es jetzt noch nicht so in der Materie stecken. Und dann entscheidet sich's. Ja, nett. Der Wind frischt jetzt ein bisschen auf. Finde ich aber ganz angenehm. Also es ist immer noch schön warm. Es wird jetzt nicht kalt oder so. Wir schauen mal. Ich habe hier ganz an der Sonne drauf.
auch noch freundlich aus. Ich glaube, wir müssen uns hier noch keine Sorgen machen. Also, ja, so gegen 16 Uhr haben wir ein bisschen Unwetter. Welchen Block haben wir? Achso, siehst du, ich muss ja hier mal irgendwie. Also, die Mohawks haben 4-3 das Ding gerockt. Und wir sind jetzt in Nummer 1, 2, 3, 4, 5, im 6. Block. Bergfest. Ja, Bergfest, genau. Ein Bier schön drauf. Steiner schon auf dem Platz bei den Dipsticks. Wird es gerade irgendwie ein bisschen stressig? Oh, haben sie wohl gut verpennt, die Nummer? Auf jeden Fall. Nicht, dass es jetzt dadurch einfach mal den Punkt kostet, weil sie jetzt unkonzentriert sind. Das wäre sehr schade. So. Stylos kommt weg. Safe in den Deckungen angekommen. Dipsticks nicht. One for one auf Dipsticks-Seiten. Drei Defensiv Leute noch. Defensiv gespielt. Niemand im Tippy, niemand in der Snake. Ah, da habe ich es gesagt, da wird... Oh, 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 oh. Stylos. Okay, Stylos im Tippy 2 und im und M. So. Was machen sie drauf? Stylos Tippy 3. 3 und M. Wieder die Dame im Tippy 3. Schießt hier jemand? Der Biermann ist drauf. Schießt jetzt aber die Dipsticks gut runter. Biermann. So. Das war unüberlegt von den Stylos. Auf jeden Fall, aber geht bei Dipsticks bekommen eine Strafe. Ja, Dipsticks vom Platz gezogen durchs One for One End gerade. Doof, oder? Das war's. Und wieder Dame Power. Die spielt gut über die. Ja, die spielt recht gut über die Dame. Ja, das Stylos macht den Punkt. So, bei uns jetzt hier wieder der Kress angekommen. Ja. Ich gebe zu Protokoll Stylos 4-3 gegen die Dipsticks. In der Overtime. Und dann warten wir auf Block 7. Ich wollte gerade sagen, dann sehen wir uns gleich im Block 7 wieder und gehen kurz in die Commercial.